Der Vorstand hat uns beide zu Spitzenkandidaten für diesen Bundestagswahlkampf berufen und wir freuen uns jetzt natürlich auf einen spannenden Wahlkampf, bei dem die Linke hoffentlich mit einem sehr, sehr guten Ergebnis sehr, sehr viele Menschen erreicht, weil wir es ganz wichtig finden, dass dieses Land sozialer wird und dass es Druck in Richtung sozialer Politik gibt. Und das kann nur eine starke Linke. Hier hat sie eben eine große Einigkeit dieser Entscheidung getroffen. Es gab nur eine Gegenstimme. Das macht uns beide froh. Und wir haben jetzt eine hervorragende Voraussetzung für die Wahl. Wir haben eine Wahlstrategie. Wir werden jetzt an einem Programm arbeiten. Aber jetzt haben wir noch mal 10 Monate konsequente Opposition im Deutschen Bundestag gegen diese große Koalition. Ich habe etwas über diese Entscheidung jetzt in Bezug auf Rot-Rot-Grün. Die war ja gesprochen mit Herrn Gabriel. Und können Sie sich jetzt damit anfreunden? Also wir sind Opposition und wir haben immer gesagt, wenn Dafür ein Neid ist, das ist ja auch gestern im Parteivorstand noch einmal bestätigt worden mit dem Schluss zur Wahlstrategie. Wir führen einen eigenständigen Wahlkampf und wir werden uns nur dann an einer Koalition beteiligen, wenn sich die Grundrichtung der Politik in diesem Land verändert. Wir brauchen eine sozialere Politik. Da sehe ich zurzeit leider bei der SPD wenig Ansätze. Die Grünen haben auch immer mehr Signale eigentlich an Frau Merkel und weniger an uns. Und deswegen geht es jetzt erstmal darum, dass die Linke in diesem Wahlkampf sehr stark wird. Je stärker wir aus diesem Wahlkampf herausgehen, desto größer sind die Chancen für eine soziale Politik in Deutschland. Ich überlege, können Ihre Parteivorsitzenden in diesem Wahlkampf spielen, wenn wir nicht die als Spitzenkandidaten? Also beide Parteivorsitzenden mit in den Spitzenteam, was wir beschlossen haben. Ich vermute, sie werden beide auch in den Ländern Spitzenkandidaten und wir werden selbstverständlich schon beim Wahlprogramm, bei anderen Dingen das gemeinsam machen. Also hier gibt es keinen Gegensatz, sondern wir werden miteinander die Wahlkampfführung machen und wir werden miteinander die Auseinandersetzung mit den anderen politischen Parteien führen. Schön, 200 weg.